So, weiter geht's mit einem neuen Skript-Tutorial. Und zwar machen wir heute mal einen Admin-Shop mit einer Kategorie, wo man quasi Crafting-Rezepte kaufen kann. Das bedeutet quasi, die Crafting-Rezepte kann man nicht nutzen, solange man nicht, oder sofern man nicht dieses Rezept gekauft hat. Bedeutet quasi, also wir machen generell eigene Crafting-Rezepte, zum Beispiel heute mal für den Sattel. Wir blocken Crafting-Rezepte, wir machen einen GUI, quasi einen Shop, sozusagen Admin-Shop. Und ja, genau, das Ganze machen wir dann schön mit Functions. Das heißt, da kann man dann an sich noch ein bisschen was lernen, eventuell. Und ja, so, wir fangen an erstens mal mit Options. Options sind einfach mal wichtig, ich sage jetzt mal so. Wir machen da zum Beispiel eine Nachricht für nicht gekauft. Schreiben wir zusammen, nicht gekauft, Doppelpunkt. Dann schreiben wir irgendwie rein. Du besitzt nicht das nötige Rezept, bitte besuche den Admin-Shop. So, dann machen wir noch. Ne, machen wir erstmal noch nichts. Wir machen erstmal weiter. So, dann brauchen wir als erstes ein Onload. Und jetzt kommt das Crafting-Rezept. Und zwar ein Register. New Shaped Recipe for Saddle. Den Namen müsst ihr richtig schreiben. By the way, anstatt Sattel könnt ihr übrigens hier auch eine Variable einsetzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie ein Item in einer Variable gespeichert habt, könnt ihr zum Beispiel statt Sattel zum Beispiel jetzt hier irgendwie die Variable einsetzen und das funktioniert. Das ist nämlich, ich glaube, ein 1.12-Feature, aber ist ziemlich cool. For Saddle using Leder. 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 1, 2, 3, nochmal Leder. Iron Ingot. Leder. Und Leder. Dann mal nix. Und als letztes wieder Leder. Leder ist richtig, genau. So. Also quasi bei jedem Reload aktualisiert sich dann quasi das Rezept. Und genau. So, das nächste ist dann ein On-Craft-Event. OnCraft-Doppelpunkt. Und zwar müssen wir es quasi erstmal. Ne, in dem Fall müssen wir gar nicht verhindern, dass das Item gecraftet wird und man kann es eh nicht craften. Das Crafting-Rezept gibt es noch nicht. Deswegen so. If Event Item is Saddle. Es gibt ein sehr großes Problem und zwar funktionieren das Detekten von Inventar-Slots in Script bzw. in 1.12 mal gar nicht, mal ein bisschen. Ich gehe kein Risiko ein für meinen Server, deswegen wir nehmen wir nur die Sachen, die funktionieren und nicht irgendwelche Sachen, die vielleicht mal funktionieren oder sonst irgendwas. Deswegen nein. Und zwar setzen wir für eine Variable, zum Beispiel das Crafting.Saddle. Jetzt habe ich die nur schon mal vergeben, deswegen schreibe ich jetzt Saddle 1. Nicht wundern, müsst ihr das nicht machen. Prozent Player, Prozent is not true. Das heißt quasi, wir schauen erstmal, ist diese Variable true? Wann wird die Variable true gesetzt? Das heißt quasi dann, wenn man das Item kauft. Hat man dieses Crafting-Rezept nicht gekauft, kann man es nicht craften. Wenn es halt eben nicht true ist, dann cancel Event, send. Dann kommt diese Variable ins Spiel. So. Nicht gekauft. Das ist eben eine Nachricht von oben. Und dann Close Players Inventory. So, dann geht's weiter mit dem Comment slash Craft Shop, also quasi mit dem sozusagen mit dem Admin Shop dann, oder beziehungsweise mit dem Shop, wo man die Craft-Rezepte kaufen kann. Und zwar mal da mal ein Crates. Ach, warte mal, wir haben ja so, was ganz vergessen, glaube ich, oder? Das muss ich selbst mal ganz kurz schon nachschauen. So, mal ganz kurz schnell mal nachschauen. Und zwar müssen wir erstmal noch ein Inventar öffnen, oder? Genau, open, genau, so war das Ganze. Open Virtual Chest Inventory with Size 1, machen wir es einfach mal, named Craft Shop in der Farbe grau. Na, ist kacke, in der Farbe, das waren 3, war das irgendwie blau oder so? Keine Ahnung. To Player. So, dann brauchen wir wieder einen kurzen Delay. Ohne Delay funktioniert das Ganze nicht,
funktioniert das Ganze nicht, weil da ist dann, bis die Chest offen ist, dauert so ein bisschen und bis das Item dann, also beziehungsweise sagen wir so, das Ganze ist ja beim PC Stapelverarbeitung. Das heißt, der Code fängt da oben an und rattert dann durch. Das Öffnen von der Chest dauert ein bisschen länger, also um einiges länger, als das Skript schnell ist. Das heißt quasi, bis sich diese Chest öffnet, wären wahrscheinlich schon 5, 6, 7 Items eigentlich da in der Kiste drin, in Anführungsstrichen. Was allerdings nicht funktioniert, weil einfach das viel zu schnell ist und die Chest noch gar nicht offen ist. Das heißt, die würde nicht angezeigt werden. Und um das Ganze vorzubeugen, macht man quasi Wait One Tick. Create a GUI. Slot. 5 of Player. With Saddle named. Crafting Rezept Doppelpunkt. Machen wir das Ganze gelb. Sattel. With Floor. Ins Grau dann zum Beispiel. Preis, Doppelpunkt. Das Ganze machen wir in Rot, in Gelb. Eckiklammer at Sattel. Klammer zu. Euro. So, damit haben wir quasi eine Info, wie viel das denn kostet. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie die Kauffunktion machen. Und zwar machen wir das folgendermaßen: On Inventory. Klick. Inventory Name of Players Current Inventory ist, und zwar kopieren wir uns den heraus. Das brauchen wir quasi, um halt eben zu checken, welches Inventar ist geöffnet. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt mehrere, also generell, dass es nicht jetzt einfach einen normalen Inventarklick funktioniert, sondern dass er quasi immer nur in dem GUI funktioniert. Ansonsten hättet ihr irgendwie, keine Ahnung, einen Kopfshop und auf einmal kriegt man dann dafür irgendwie einen Zettel oder so. Das wäre halt irgendwie ein bisschen komisch. So, dann erstmal Cancel Event. Dann schauen wir, Click Slot ist 5. Doppelpunkt. So, jetzt wird quasi erstmal überprüft, ist diese Variable gesetzt? Das heißt, hat dieser Spieler überhaupt einen Zettel? Ist set. Doppelpunkt. Wenn das Ganze gesetzt ist, dann machen wir die erste Function. Settle, Klammern Player wird das dann Ganze heißen. Normalerweise für meine Zwecke würde ich jetzt hier noch ein Scoreboard mit reinhauen, allerdings brauchen wir das nicht. Das heißt, wenn quasi das Ganze gesetzt ist, dann öffnet sich ein GUI, wo quasi das Crafting-Rezept mit drin ist. Das finde ich ganz schön. Und deswegen machen wir das Ganze mal. Und dann erstmal einen Stopp. Genau, das heißt quasi, wenn man draufklickt und es gekauft ist, öffnet sich quasi das Crafting-Rezept. Wenn es nicht der Fall ist, dann kann man das Ganze quasi kaufen, wenn man draufklickt. So, das heißt, wir setzen es hier mal drunter. Und zwar Players Balance. Achtung, das braucht Vault. Players Balance ist more than mehr als der Betrag des Sattels. Allerdings, wenn wir das so schreiben würden, dann würde es quasi bedeuten, der Spieler hat mehr, als das Sattel eigentlich kostet. Und zwar müssen wir jetzt hier natürlich noch schreiben: Sattel Doppelpunkt Nummer 20. So, großes Problem. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 20 reinschreibe, dann bräuchte man 21. Das könnte man irgendwie auch schreiben: Players Balance ist zum Beispiel hier 20. Dann würde das bedeuten, wenn er 21 hat, kann er es nicht mehr kaufen. Deswegen machen wir das Ganze so: Es ist mehr als Sattel minus 1. Das heißt, ihr könnt hier oben ganz normal eure 20 reinschreiben und er zieht quasi immer 1 von diesem Betrag ab. Das heißt quasi, wenn er dann mehr als 19 hat, also 20 oder mehr, dann kann das Ganze quasi kaufen. Genau. Dann removen wir hier diese Menge. Achtung, dann nicht minus 1, wir removen die ganze Menge des Sattels. From Players Balance. Dann setzen wir diese Variable zu true. To true. Das Ganze ein bisschen größer. Dann schreiben wir noch irgendeine Message. Du kannst nun Sattel craften. Dann kommt wieder unsere Function mit dem Sattel. Sattel Player. Und dann haben wir eigentlich fast alles gemacht. Fast.
Und zwar brauchen wir jetzt natürlich noch die Function, die wir hier die ganze Zeit verwenden und die wir noch nicht mal gemacht haben. Und zwar nennen wir die, wie gesagt, schon Function Saddle. So warm hier. In Klammern P Doppelpunkt Player. Also das P, was wir jetzt gleich verwenden, steht dann für den Player. Die wir dann quasi von hier oben importieren. Das denke ich mal ist sehr, sehr übersichtlich gerade. Und zwar im Prinzip machen wir das Ganze, können wir ja schon mal runterkopieren. Ne, können wir nicht. Ne, können wir gar nicht. Wir öffnen eine Virtual Workbench, keine Chest, eine Virtual Workbench. Das Inventory davon zumindest, genau. To unterstrich P, Klammer zu. Genau, hier können wir jetzt nicht mehr schreiben To Player, weil in den Spielen gibt es nicht mehr. Es gibt hier bloß noch P und das ist der Spieler dann da oben. Dann natürlich wieder Wait One Tick, warum habe ich vorher gerade erklärt. Und jetzt können wir quasi das ganze Ding hier, was wir vorher gemacht haben, der Reihe nach, von links nach rechts, von oben nach unten machen. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Ich werde es nicht alles schreiben, das ist eh immer das Gleiche. Und somit haben wir dann quasi das ganze Zeug. So, genau. Wir testen das Ganze, wir reloaden das Ganze mit, ich glaube, Tutorial heißt die Datei. Achso. Auf den Server uploaden. Start. Ups. Line 23. Mit ein Tab war es, aber zwei gefunden. Hm. 23. Ach so, ja, klar, okay. Alles eins zu viel angerückt. So, probieren wir es nochmal so. 3 Errors. Saddle, ach, weil ich Saddle genannt habe, nicht Saddle. My bad. So, dann nehmen wir das Ganze mal Saddle. Hat noch irgendwelche Sachen auszusetzen? Jetzt haben wir 4 Saddle. Saddle ist not a valid item type. Hä? Willst du mich gerade natzen? Options Saddle. Ach nee, wir haben es. Jetzt nennen wir doch mal kurz Saddle hier. Also Saddle ist drin. Undefined Option Saddle. Undefined Option Saddle. Can't understand this condition effect. Crafting Saddle 1 player is not true. Was? Warum kann ich nicht verstehen? Du hast das zu verstehen. Einmal mit Saddle verwendet, Line 19. Line 19. So, Saddle haben wir da, dann haben wir schon mal den ersten weg. Ups. Saddle ist not a valid item data. Hä? Line. Line 19. Play with Saddle named with floor. Was ist daran falsch? Saddle is not a valid item data. Hä? Bin ich grad blöd? Ich reload das Ganze nochmal ganz kurz, um ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen. Ne, Line 19 ist das Ganze. Was habe ich noch gerade anders gemacht? 19. Craft Shop. Create a GUI slot 5 of player with saddle named crafting except saddle with floor. Ich sehe aktuell keinen Fehler. Saddle is not a valid item data. Hä? Verstehen wir überhaupt nicht. Line 30 haben wir sonst noch. Achso, set to true, das ist natürlich klar. So, jetzt ist natürlich nur gerade die große Frage, warum macht er das? Create a slot 5 of player with saddle named. Auch die Variable sollte eigentlich stimmen. Eigenartig, Saddle haben wir auch richtig geschrieben. Oder haben wir Saddle richtig geschrieben? Jetzt schaue ich selbst nochmal nach. Saddle ist richtig geschrieben.
Ich bin gerade leicht planlos. Weil ich gerade vor allem den Fehler nicht finde. Ich sehe gerade keinen Fehler meinerseits eigentlich. Pause hier mal kurz die Aufnahme und schauen mal schnell, was los ist. So, ich war einfach blind. Create a GUI Slot, nicht create a slot, create a GUI Slot. So, dann soll es funktionieren eigentlich. Genau, jetzt hat es funktioniert. So, wir starten mit slash craft shop. Da haben wir dann Sattel. 20 kostet der, jetzt haben wir aktuell schon Geld, deswegen, wenn ich jetzt draufklicke, kaufe ich den theoretisch. Du kannst einen Sattel craften, Iron Ingot und 8 Leder brauchen wir. Hier sieht man quasi, wie man das Ganze craftet, kann man nicht rausnehmen und so weiter. Ist alles fest drin. Und genau, ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Ich bedeutet quasi, hier mal unser Rezept, wenn wir nochmal slash craft shop eingeben, dann haben wir wie gesagt direkt das Ganze, das heißt, das wird nicht mehr abgezogen, sondern wir halten einfach unser Geld dann eigentlich dafür. Genau. So, jetzt brauchen wir eine Workbench. Wie heißt das Ding? Crafting Table. Genau. Wir brauchen Leder. Wir brauchen Eisen. So, einmal so. Das brauchen wir nicht. Und zack, und wir können den Sattel craften. Das ist die ganze Magie. Wenn ihr jetzt wirklich Probleme habt mit dem Craften oder sonst irgendwas, gerade mit diesen Crafting-Rezepten, restartet euren Server. Wenn ihr irgendwie was macht, wenn ihr irgendein Item ändert, reloaden funktioniert nicht. Ihr müsst den Server neu starten. Das heißt, alles, was ihr hier oben ändert, dieses Onload, beziehungsweise dieses Register New Shell Recipe und so weiter. Es gibt auch einen Wipe Recipe, es funktioniert nicht. Server restarten, dann funktioniert's. Direkt restarten, gar nicht erst drum machen und so. Dann funktioniert's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Script-Tutorial.